Moin, Leute, ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und natürlich gibt es heute den Guide für das aktuelle Chain Battle von Goku Black und Zamasu. Wir gehen das übliche Prozedere durch, also Informationen, Setup und Beispielscores, damit ihr leicht die 100 Millionen schaffen könnt oder die Top 1%, je nachdem, was für gute Friends ihr habt, aber sollte kein Problem sein. Es ist ein sehr leichtes Chain Battle, dementsprechend fangen wir am besten einfach mal an und zwar mit den Informationen. Der Start war heute der 28. September, 10 Uhr. Geht also dann 7 Tage, wo ihr Zeit habt, euren besten Score abzugeben, bis hin zum 5. Oktober. Das ist das Ende der Worldwide Celebration ebenfalls. Ursprüngliche Tipps, so wie wir sie immer kennen, gibt es jetzt heute auch. Und zwar einmal, dass das SA-Level von den Attackern sich direkt auswirkt. Also schaut, dass eure Attacker wirklich Max SA-Level haben. Ganz wichtig dabei ist, dass hier der SA-Multiplier zählt. Das heißt, ihr könnt ebenfalls Equipments euren Attackern ausrüsten, zum Beispiel im Silberslot, wo ihr keine HP-Attack in Defense-Bronze-Equipments geben könnt oder meistens nicht. Dementsprechend könnt ihr da SA-Boost-Equipment geben und das wirkt sich auch effektiv aus. Also das wäre vielleicht ein kleiner Tipp, was ihr bedenken könnt. Dann haben wir effektive Kategorien addieren sich. Desto mehr effektive Kategorien ein Charakter hat, desto besser. Also wir reden hier zum Beispiel jetzt in unserem Fall von Future Saga, von Joint Forces und von Target Goku. Das sind die drei effektive Kategorien. Und natürlich HP Attack und Defense Stats sind wichtig. Na, schaut, dass ihr wirklich eure Charaktere immer auf Max duped habt, soweit es geht. Dementsprechend könnt ihr ihnen zum Beispiel auch Equipment geben. Equipment ist wichtig für Charaktere, auch für eure Friends. Schaut, dass ihr HP Attack Defense Equipment gebt und eurem Attacker könnt ihr sogar SA Boost Equipment geben. Dann haben wir Friendboxen, refreshen sich alle 30 Minuten. Also ihr wisst ja, es ist immer eine 6er Auswahl von den 10er Sets, die euch eure Freunde stellen. Jede halbe Stunde werden 6 Units random aus diesen 10 ausgewürfelt und euch vorgestellt. Ihr könnt quasi für einen Refresh-Counter euch so eine Kopie speichern. Wie geht es? Ihr wählt sie einmal aus, geht dann nicht aus dem Game raus oder besser gesagt, ihr hard-quittet das Game nicht. Dementsprechend bleibt diese eine Softcopy für einen Reset. Also ihr könnt dann quasi eine solche Auswahl für eine Stunde haben. Und zum Schluss haben wir natürlich Geduld, wartet auf den Kern. Ich stelle euch wie in jedem Video einen kleinen Kern vor und dementsprechend orientiert euch so ein bisschen daran. Schaut, dass ihr wirklich diese Charaktere mitnehmt. Vor allem ganz wichtig ist, eine Sache, die ich sagen muss, nehmt immer euren Connector auch in der Box mit, an der Friendbox. Also ihr wählt ja euren Connector aus und dementsprechend ist wichtig, dass die Friendbox ebenfalls euren Connector quasi drin hat. Warum? Weil dort teilt ihr euch mit diesem Charakter alle Links, alle Typen und alle quasi Kategorien. Dementsprechend ist das immer wichtig. Jetzt beginnen wir mal mit dem Setup und zwar ja zuerst mal Attacker-Konnektoren. Und Attacker gibt es reichlich was zur Auswahl, nämlich einmal Ella Trunks Umai ist die beste Wahl, dadurch, dass sie ein EZA haben, dadurch ist ihr SA-Multiplier auch sehr, sehr hoch, sie haben hohe Stats, sind LR, also dementsprechend als Attacker bestens geeignet und wir sind in Joint Forces plus quasi Future Saga, also das ist auch ein Big Pluspunkt. Dann haben wir quasi einmal Ella Trunks und Vegeta, die kann man auf jeden Fall mitnehmen, auch Joint Forces Future Saga. Wir haben die LRA Gel Blues, Joint Forces Future Saga. Und falls ihr quasi nichts davon habt, könnt ihr auch AGL Trunks und Mai nehmen. Auch hier Joint Forces und Future Saga. Beste natürlich LRA Trunks und Mai. Wenn ihr die habt, würde ich direkt als Attacker nehmen. Konnektoren sieht das Ganze wie folgt aus. Natürlich das beste Szenario ist, ihr habt LR Vegito Blue gezogen. Also Goku und Vegeta Blue into Vegito Blue. Das ist der beste Super Connector, den ihr nehmen könnt. Dementsprechend die zweitbeste Wahl wäre vielleicht sowas in Richtung LR Tech Vegito Blue, was auch sehr gut funktioniert, ist vielleicht der Tech Vegito Blue TUR oder physisch Vegito Blue TUR. Also da gibt es viel zur Auswahl, abhängig davon, wie die Friendbox halt aussieht. Aber das sind so die besten Super-Konnektoren. Extreme-Konnektoren, da haben wir diese beiden und zwar einmal den Tech First von Freezer und einmal AGL Golden Freezer, LR AGL Golden Freezer. Der beste hier, also man muss schon ehrlich sein, der beste ist LR AGL Golden Freezer. Also meine Empfehlung wäre quasi LR Trunks und Mai als Attacker. Dann habt ihr Goku und Vegeta Blue als Super Connector und Extreme Connector LR AGL Golden Freezer. Ansonsten, wenn ihr natürlich, je nachdem wie das Friend Setup ist, könnt ihr rein theoretisch auch noch TUR AGL Golden Freezer nehmen und Tech TUR Golden Freezer. Das wären auch noch sehr, sehr gute Extreme Connectoren. Aber wie schon gesagt, der beste Extreme Connector ist LR AGL Golden Freezer. Tech First von Freezer ist auch okay, kann man auch benutzen. Schauen wir uns jetzt aber einmal noch die Super Friendbox an. Und zwar, ja, was stellt ihr euren Freunden am besten? Und zwar so ein Lineup wäre natürlich herausragend, besser geht's schon kaum. Jetzt, wir gehen auch gleich in die Auswahl selber, also was ihr dann auswählen müsst aus dieser 10er Auswahl. Also die Freunde stellen euch diese 10er Auswahl ebenfalls und ihr kriegt immer 6 random davon zugelost. Und ich werde gleich dazu dann auch noch ein Core sagen und Filler-Optionen. Bei diesen Filler-Optionen kann es irgendeine Unit sein aus dieser 10er-Box. Alles davon ist gut.
Dementsprechend gehen wir einfach mal kurz durch. Natürlich wieder Goku und Vegeta Blue in LR und TOR Variante. Vegeta und Trunks, sehr, sehr gute Option. Wir haben Trunks und Mai mit dabei in LR und TOR Variante. Also sind zwei verschiedene Karten, aber an sich ja Trunks und Mai. Dann haben wir LR Tech Vegito Blue. Wir haben LR SR Vegito Blue. Auch LR SR Vegito Blue, ein sehr, sehr guter Pick. Warum? Dadurch, dass er einen Easy A bekommen hat, gab es auch kostenlose Equipments dazu. Und die Equipments von dem sind wirklich sehr, sehr stark. Da gibt es einiges auf die Stats. Dementsprechend ein sehr, sehr guter Pick für die quasi Auswahl. Dann haben wir Tech TOR Vegito Blue, Physisch Vegito Blue und einmal SR Goku Blue. Ihr könnt zum Beispiel auch sowas wie den Physisch LR Trunks hier noch mit reinwerfen. Wenn ihr den mit Dupes habt, dann ist es dann natürlich auch noch sehr, sehr eine gute Option. Wir haben auch die SSR-Varianten von Tech Vegito Blue und Physisch Vegito Blue. Die könnt ihr auch noch hier mit reinwerfen. Oder quasi ja andere Ausführungen der Charaktere, die ihr hier gerade seht. Dementsprechend, da gibt es genügend Auswahl. Ist auf jeden Fall eine leicht zu stellende Box, würde ich jetzt mal behaupten. Kommen wir zur Auswahl und zwar schauen wir uns da einmal den Kern an. Natürlich gelingt mit als Connector AGL Goku und Vegeta Blue. Der Kern sieht so aus, dass ihr quasi folgendes habt. Ihr habt einmal den LR AGL Vegeta Blue, wir haben LR STR Vegito Blue, wir haben Tech Vegito Blue und wir haben TUR Tech Vegito Blue. Das ist wirklich ein gutes Setup für den Kern. Natürlich ist es jetzt nicht den Kern, wo man sagt, okay, den müsst ihr jetzt unbedingt haben. Die ein oder andere Unit kann hier geswappt werden. Zum Beispiel LR Vegeta und Trunks könnte auch Teil des Kerns sein. So ist es nicht. Aber das ist schon, wenn wir rein von Kategorien, Typen und Links gehen, ist das so das Beste, was man nehmen kann. Was jetzt zum Beispiel LR Vegeta und Trunks als Vorteil haben, ist die zusätzliche Kategorie von Joint Forces. Das muss man einfach noch bedenken. Aber wir haben hier Kategorien 55, Typen 1, Links 17, was sehr, sehr gut ist. Vielleicht ist es euch aufgefallen, oder vielleicht aber auch nicht. Und zwar habe ich hier zum Beispiel den AGL TOR Goku und Vegeta Blue nicht mit reingenommen in den Kern, auch wenn er wirklich eine herausragende Wahl ist, auch Joint Forces, teilt sich viele Links mit quasi dem Connector, dem LR Goku und Vegeta Blue. Dementsprechend könnt man ihn reinnehmen, aber da die meisten Leute ihn nur 55% haben, nicht Rainbow, sind die Stats schon ein bisschen lower als von den Vegito Blues. Und zum anderen muss man den auch erstmal finden in der Friendbox. Dementsprechend wollte ich ihn nicht als Kern quasi hier setzen. Dann natürlich als Filler-Option zum einen natürlich den TOR und dann zum anderen LR Vegeta und Trunks. Das wäre wahrscheinlich das beste Szenario, was man haben kann. Kategorien 71, Typen 2, Links 26. Zweite Wahl wäre zum Beispiel TOR, Goku und Vegeta Blue wieder und Physisch Vegito Blue, Kategorien 78, Typen 2, Links 26. Und dann haben wir zum Schluss einmal Vegeta und Trunks und Physisch Vegito Blue, Kategorien 74, Typen 1, Links 25. Ihr seht, die Vegito Blues, die linken sich halt einfach sehr, sehr gut, gerade in Sachen Kategorien. Ich glaube, die müssten so um die 13 Kategorien haben, 4 Links mit quasi dem Blue Duo. Dementsprechend auf jeden Fall ein guter Pick. Okay, das wäre eure Auswahl für die Super-Seite. Jetzt kommen wir einmal zur Extreme-Seite. Und da sollte die Box natürlich so aussehen. Sehr Golden Freezer-lastig mit LR Metal Cooler. Warum? Der ist nämlich noch in Joint Forces, also der hat zwei effektive Kategorien. Neben quasi Target Goku, also ist das ein sehr, sehr gutes Lineup. Übrigens ja, warum nimmt man die wegen Target Goku als effektive Kategorie? Und die Freezers untereinander linken sich einfach sehr, 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 sehr gut. Dementsprechend ja, haben wir alles bestückt mit Golden Freezers, den LR und den TOR vom LR AGL Golden Freezer. Dann haben wir Metal Cooler, wir haben Tech First Form Freezer, wir haben Tech Golden Freezer in TOR SSR, den AGL Golden Freezer in TOR SSR und natürlich auch den Int. Golden Freezer in TOR SSR und die Auswahl sollte dann so sein, dass der Kern möglichst schon sich an den Golden Freezers orientiert und dann natürlich noch gepaart mit LR Metal Cooler und demnach bilden sich hier Kategorien 51, Typen 2, Links 20. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Dann haben wir quasi als Filler-Option zum einen den First Form Freezer, kann man hier mitnehmen und den TOR vom LR AGL Golden Freezer sind wir bei Kategorien 80, Typen 3, Links 29. Oder wir haben zum Beispiel hier den First Form Freezer zusammen mit dem Int Golden Freezer, Kategorien 80, Typen 2, Links 29, das nimmt sich nicht viel. Und man hätte dann vielleicht auch noch das Szenario, wo wir wirklich zwei Golden Freezers drin hätten. Da haben wir Kategorien 81, Typen 3, Links 32. Natürlich geht es nicht immer nur nach Kategorien, Typen und Links, sondern auch nach Stats. Man muss ehrlich sein, der First Form Freezer hat schon wirklich sehr, sehr gute Stats. Dementsprechend kann man den wirklich blenden mitnehmen. Also ja, das wäre zumindest mal die Auswahl für die Extreme-Seite. Ich denke, sollte wirklich keiner Probleme mit haben. Die meisten stellen wirklich sehr, sehr gute Freezer-Setups. Ich denke, ja, da seid ihr good to go auf der Extreme-Seite. Aber daran könnt ihr euch quasi orientieren. Achtet auch wirklich drauf, dass die Friends Equipment ausgerüstet haben. Also geht ruhig die Units mal durch, klickt jeder an, schaut, haben sie auf dem Goldslot ein HP-Attack oder Defense-Equipment? Haben sie auf dem Bronze-Slot so ein Equipment? Und dementsprechend könnt ihr auch dann nochmal abwägen, weil Stats machen auch wirklich einen entscheidenden Unterschied.
Dann kommen wir einmal jetzt zu der Auswahl im Kampf. Das ist nicht so wichtig, wie schon immer erwähnt, aber trotzdem vielleicht den einen oder anderen interessiert ist. Hier kommt es einfach nur darauf an, dass ihr wirklich so schnell es geht auswählt. Wir haben einmal die Golden Freezer Seite mit Overall 43 und wir haben einmal die Vegito Blue Seite mit Overall 37. Da wählt ihr dann natürlich dann eher die Golden Freezer Seite, ist auch leichter. Ihr findet so gut wie immer ein sehr, sehr gutes Golden Freezer Setup. Aber damit ihr einfach mal so einen kleinen Überblick habt, was hier quasi das Bessere wäre, wenn ihr danach gehen wollt. Okay, jetzt zum Schluss noch einmal Scores, Beispielscores, so wie es momentan aussieht. Da haben wir drei Leute aus der Community und da fangen wir am besten einfach mal an mit Ibitech, dem aller echten Whale, dem King of Chain Battle so in etwa. Und schauen uns mal an, was er genommen hat. Natürlich, Attacker, Ella, Trunks und Mai, wie schon erwähnt. Wir haben dann Goku und Vegeta Blue als Super Connector und wir haben Golden Freezer als Extreme Connector. Wenn wir uns die Super Seite anschauen, dann ist hier der Kern nicht ganz vorhanden an sich. Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil ich habe euch schon gesagt, ihr solltet euch an dem Kern orientieren. Und hier zum Beispiel haben wir physisch Vegito Blue als Ersatz für Tech Vegito Blue. Die nehmen sich nichts. Also die sind legit einfach fast dieselbe Unit, zumindest von den Kategorien Links und Co. Das Einzige sind vielleicht hier und da ein bisschen Stats, aber an sich absolut fein. Also wir haben hier zum einen natürlich Goku und Vegeta Blue, ganz wichtig. Immer der Connector sollte auch in der Box enthalten sein. Dann haben wir quasi LRSTR Vegito Blue. Wir haben physisch Vegito Blue, wir haben Tech Vegito Blue in Transforming. Und dann haben wir zwei Joint Forces-Future Saga Units, die uns dann nochmal eine effektive Kategorie als Bonus oben drauf geben, nämlich LRSTR Trunks und Mai und LR Vegeta und Trunks. Sehr, sehr stark. Natürlich alles Rainbow oder so gut wie alles Rainbow. Und wahrscheinlich auch mit gut ordentlich HP, Attack und Defense Equipment ausgerüstet. Und dann unten haben wir natürlich von Tread eine absolut insane Extreme-Seite. Wir haben hier natürlich LR AGL Golden Freezer. Wir haben die drei Golden Freezers TURs, also AGL, Tech und Int. Wir haben einen First Form Freezer und wir haben LR Int Metal Cooler. Ein sehr, sehr gutes Setup. Also ja, verdiente 147 Millionen, aber ich glaube, er wird locker noch so auf die 150 bis 160 kommen. Ich schätze mal. Aber mal schauen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dann haben wir Tendo, ja, Tendo mit dem OZ-Tag im Namen, natürlich auch halb Teil dieser Community. Was hat er genommen? Einmal von Kong, gut ist bekannter Chain Battle Whale. Genau selbe Szenario mit Attacker und Konnektoren, das ist wahrscheinlich das beste Setup, was ihr nehmen könnt für Attacker und Konnektoren. Und oben haben wir gegeben den Kern, natürlich, wir haben Goku Vegeta Blue, wir haben Vegito, wir haben die beiden, wir haben sogar drei Vegito Blues, LRSTR, Tag und physisch. Dementsprechend sehr, sehr stark. Auf der Extreme-Seite haben wir dann ebenfalls den Kern enthalten mit Golden Freezer LR. Dann natürlich den AGL, Tech und LR Int Metal Cooler mit dabei. Sehr, sehr stark. First Form Freezer und Int Golden Freezer sind dann quasi die Filler-Option. Auch hier 142 Millionen ist ein absolut easy Score für Top 1%. Damit seid ihr sicher, Top 1% müsst euch keine Sorgen mehr machen. Und zu guter Letzt haben wir Graham. Graham mit ein bisschen einem anderen Setup, aber auch 140 Millionen. Sehr, sehr stark. Und zwar LR Int, Vegeta und Trunks als Attacker. Ihr seht auch auf der Superseite haben wir den Kern enthalten, sehr viele Vegito Blues dabei und wir haben hier kein LR Vegeta und Trunks auf der Superseite, sondern wir haben hier AGL Trunks und Mai mit dabei. Sehr stark, also wirklich cooler Score. Und unten Extreme Seite natürlich, da muss man nicht sagen, das ist wirklich brachial. Wir haben den Kern und wirklich Top Filler Optionen mit dem TUR von LR AGL Golden Freezer in Rainbow und den First von Freezer. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Chiller seine Extreme Seite, insane, also das ist wirklich strong. Wenn Graham jetzt vielleicht ein bisschen besseren Attacker hätte und mehr Dupes in den Charakteren, dann wäre wahrscheinlich Graham hier auf locker 145. Ja, wobei die Superseite, ich weiß nicht, wie stark AGL Trunks mal hier einen Impact hat, aber über 140 Millionen wäre das easy gegangen. Safe. Also dementsprechend sehr, sehr guter Score und damit sind wir auch quasi fertig. Das war der Chain Battle Guide. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck geben, auf was ihr achten solltet. Ein paar Beispiel-Scores aus der Community. Ich werde jetzt in Zukunft eigentlich nur noch Scores nehmen aus der Community. Außer es war ein JP-Chain-Battle, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber mal schauen, das sollte auf jeden Fall der Guide sein für dieses Chain-Battle. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, haut da rein.